gerade Videos für euch gedreht. Ich sag mal hi. Hallo. Wir gehen jetzt mal ein bisschen out and about. Ja. In die City. Aber ich muss noch meine Handtasche holen, weil Leute, ich fühle mich leer. Leer. Hallo Leute, ich bin Ava. Willkommen bei Alles Ava. Ich fahre morgen nach Nürnberg, um Easy zu treffen. Es wird so schön. Ich werde so ein bisschen mitvloggen und vielleicht werden wir für euch noch ein paar Videos drehen. Es wird also richtig nice. Ich freue mich jetzt schon so mega. Aber ich muss jetzt dringend meinen Koffer packen. Ich habe nämlich noch gar nicht angefangen. Also machen wir das jetzt zusammen. Das ist jetzt der schwere Teil, den von da oben zu holen. Ich wünsche mir viel Glück. Okay, Hocker habe ich. Man kann mich zwar nicht so richtig sehen, aber wenigstens kann man den Koffer sehen. Oh. Das war viel einfacher, als ich dachte. Super. Ich glaube, wie ich das machen will, ich werde erstmal die Outfits zusammensammeln, einfach alles und dann muss ich erst in den Koffer packen. Und wir werden eine Nacht bleiben. Das bedeutet, ich brauche zwei Outfits. Ein für die Hin- und Zurückfahrt und ein normales Outfit halt. Ich habe schon eine Idee, was ich für die Hin- und Zurückfahrt will. Meine Lieblings-Junkie-Hose, warte. Die hatte ich auch im letzten Video an. Die ist einfach so übelst bequem. Die habe ich übrigens von Brandy Metal. Und beim Top, da bin ich mir gar nicht sicher. Oh, ich habe aber gleich. Ich habe jetzt entschieden, dass ich dazu dieses Top anziehen will. Das ist auch richtig cute, auch von Benny Melville. Ich weiß, dass ich gefühlt genau das gleiche Outfit im letzten Video an hatte, aber das ist halt so bequem und sieht so schön aus. Egal. Und falls mir kalt wird, noch so eine schwarze Hoodiejacke. Jetzt brauche ich noch so mein normales Outfit. Morgen wird es Nürnberg 7 Grad, also glaube ich, wäre es gut, wenn ich einen Pulli anziehe. Und ich weiß schon, welche Jeans ich anziehen will. Ich bin mit der einfach obsessed, die habe ich getriftet. Ich habe noch nie so eine schöne Jeans gesehen, die zeige ich euch mal. So sieht die aus, das ist so eine Bootcut-Jean und ich finde die ist einfach so cute. Die probiere ich auch gleich nochmal an. Und ich habe mich jetzt für diesen Pulli entschieden, der ist von Subdued. Richtig cute und falls mir kalt wird, ziehe ich noch so ein Topfutter. So sieht das aus, richtig cute. Ich meine, schau dir diese Jeans an. Ich bin wirklich obsessed und mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch kein Pyjama habe. Ich will jetzt ungern meine Straßenklamotten schlafen, also würde ich sagen, hole ich den jetzt erstmal. Ich nehme jetzt so diesen Silk-Pyjama, ich liebe den so sehr. Und jetzt brauche ich mir auch meine Kosmetik-Sachen und dann war es eigentlich schon. Die hole ich jetzt erstmal. Also ich habe jetzt meine Schminksachen, Zahnbürste und Zahnpasta habe ich jetzt gar nicht eingepackt, weil ich das ja heute noch brauche. Also werde ich das einfach morgens einpacken. Und hier an Skincare, das ist übrigens die Dior-Tasche. Ich bin einfach so obsessed. Ist sie nicht so cute? Aber so schön. Velvet, ich liebe die. Also da... Kriegst du dich auf? Da habe ich so ein kleines, das Mini Miss Dior Parfüm genommen. Riecht auch so mega gut. Hier den Glow Recipe Moisturizer. Und ich glaube, es ist der beste Toner ever. Hier dieser von Now. Wirklich einfach so geil. Noch zwei Eye Patches. Und dann noch hier das Niacinamide. Und dann, wenn ich da noch so ein bisschen mehr Auswahl habe, nehme ich mir noch so einen Pulli mit. Leute, heute ist es soweit, wir fahren los. Ich bin so müde, oh mein Gott. Ich konnte gestern Nacht gar nicht einschlafen. Ich sehe auch so ein bisschen zerrockt aus, aber egal. Ich habe schon Zähne geputzt. Ich habe jetzt noch nicht das Outfit an. Es ist noch im Pyjama. Als erstes will ich mich schminken. Oder nee. Okay, ich zieh erst das Outfit an, dann schminke ich mich. Los geht's. Also ich bin ein bisschen spät dran. Das bedeutet, ich werde jetzt nichts Crazyes machen. Ich nehme einfach nur Mascara, Highlighter und dann noch ein bisschen Lipgloss. Ich nehme jetzt übrigens diesen Mascara von Benefit. Warte mal. Benefit sind wirklich einfach so geil. Die haben mir mal ein paar zugeschickt. Die sind alle wirklich... Ich zeige euch mal von der Insta-Story. Ich nehme jetzt den Highlighter von Rare Beauty. Übrigens ignoriert, dass er so zerrobbt aussieht. Ja. Und als letztes nehme ich jetzt noch den Gisu Lip Oil, aber... Ich würde jetzt nicht recommenden, den einfach so zu nehmen, weil der so ein bisschen gelb aussieht. Also nehme ich dazu immer noch einen Lipgloss. Okay, und jetzt muss ich wirklich losgehen. So, wir sind jetzt unterwegs. Wir waren kurz beim Supermarkt. Ich mache jetzt mal bitte, was für Snacks wir dabei haben. Also, ein paar Sachen vom Bäcker. Ich war nicht drin, also man muss mir so ein bisschen helfen. Okay, ja, ich war drin. Ey, was auch ihr so wollt, ich hier bleibt. Da sind zwei Knusperstangen drin. Ich habe Quarkbällchen und ein Kreppel. Ja, wir haben Haribo. Genau. Und so Fake Pringles. Hier irgendwie so Combeer Pringles. Interessant. Werkzeug beim Bäcker. Was ist das? So ein Pocky-Ding. Die so, ja. Eine Bürste. Lecker. Du, wir haben die Bürste vergessen. Kannst du die schmecken lassen, aber erst wenn Haare drin sind. Schön. Dann noch so ein bisschen Wasser. Ich suche gerade übrigens hier die Adresse vom Hotel. Noch echte Pringles. Sind ein paar Kilometern schon da. Ich freue mich schon so sehr, aber hier ist Fettstau, also habe ich Angst, wie lange es jetzt dauern wird. Wir sind jetzt da. Zum Glück war der Stau nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wir machen jetzt so eine kleine Roomtour. Hier geht's rein.
Das ist meine Mama. Hier ist unser Koffer. Wir haben dann doch einfach alles in den großen Koffer gemacht. Hier ist das Badezimmer. Da schminke ich mich immer. Hier ist das Sofabett und dann hier ist noch das richtige Bett. Ich werde jetzt gleich zur Easy gehen, aber erstmal schaut mal. Ich habe ein paar Snacks mitgenommen und es hier so schön aufgebaut. Ich finde, das sieht einfach so cute aus. Ich nehme noch ein paar Snacks mit. Okay, Leute, wir haben gerade ein paar Videos für euch gedreht. Easy, sag mal hi. Hallo. Wir gehen jetzt mal ein bisschen out and about. Ja. In die City. Aber ich muss noch meine Handtasche holen, weil Leute, ich fühle mich leer. Ja. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Oh. Ups, jetzt ist schon der nächste Tag und wir gehen in die Stadt. Ich habe gestern total vergessen aufzunehmen. Also wir haben jetzt ausgecheckt, Koffer und so weggebracht. Wir werden jetzt noch so ein bisschen shoppen gehen und dann geht's wieder nach Hause. Die Zimtschnecken sahen mega lecker aus. Als erstes sind wir zu Subdued gegangen. Ich shop da so gerne, die haben immer unheimlich schöne Sachen. Ich fand den Pulli super cute, aber die Jeans waren viel zu lang. Wir haben uns bei Starbucks noch was zu trinken geholt und dann ging es schon weiter. Nach dem ganzen Shoppen hatten wir einen tierischen Hunger. Wart ihr schon mal beim Peter Pan? Das ist jetzt mein erstes Mal, aber die Burger waren einfach so lecker. Als letztes gingen wir noch zum Lush und dann ging es schon heim. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück. Ich bin richtig müde, hab gerade ein bisschen gepennt. Wir blieben jetzt nur eine Nacht, aber es war so schön, uns mal wiederzusehen. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause. By the way, wenn wir wieder zu Hause sind, mache ich so einen kleinen Haul, was ich alles so gekauft habe. Hallo Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich mache jetzt gleich den Haul, was ich alles so gekauft habe. Aber erst wollte ich noch erzählen, dass das Video, was ich mit Easy gedreht habe, ist jetzt schon längst online. Ich glaube, ich habe das so eine Woche her gepostet. I don't know, aber jetzt fangen wir an. Wir fangen jetzt hiermit als erstes an. Ist nicht von MAC, sondern von Douglas. Nur die MAC-Tüte hat nicht 20 Cent gekostet. Hier, von Too Faced, diesen Lip Plumper, den wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Also würde ich sagen, probieren wir den jetzt auch mal aus. Lipgloss ist jetzt ab. Ich bin voll aufgeregt. Ich habe gehört, dass der eigentlich richtig gut ist. Und übrigens, das ist in der Farbe Pretty Pony. Interessant. Oh, das ist jetzt so eine Anleitung. Aber schaut mal, wie schön diese Verpackung ist. Ich bin obsessed, okay. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil Lip Plumper tun normalerweise übelst weh. Ich mache den jetzt vor dem Spiegel drauf, weil so kann ich das besser sehen. Oder warte, nee, hier kann ich es auch machen. So. Okay. Also gerade spüre ich noch nichts. Schön ist ja auf jeden Fall. Wir warten jetzt erstmal, bis der Effekt so richtig kommt. Ich will schon mal so ein bisschen. Wir machen erstmal weiter. Wir waren bei Blue Tomato, da habe ich mir diese Kappe gekauft. Ich fand dieses Cord-Design irgendwie voll cute. Normalerweise hasse ich so Kappen, weil wenn ich die immer abmache, da habe ich so... sehen meine Haare so abgefuckt aus. Aber sonst ist die eigentlich richtig cute. Ich liebe auch dieses Design hier, voll süß. Meine Lippen trainiert so ein bisschen. Okay, also der funktioniert auf jeden Fall. Dann bei Subdued. Gerade sieht der ein bisschen komisch aus, aber das ist so ein Off-Shoulder-Pulli. Ich glaube, den probiere ich jetzt auch mal kurz an. So sieht also der Pulli aus. Ich finde ihn einfach so übelst schön und auch noch die Farbe. So cool. Einfach so cute. Diese Pullis sind manchmal so ein bisschen unpraktisch, weil wenn ich meine Hände so hoch mache, also muss ich jetzt so ein bisschen vorsichtig sein. Als nächstes hier diesen Haargummi, aber mit so einer Schleife, auch in diesem cuten Rot. Ich werde ihn jetzt auch probieren drauf zu machen. Also schauen wir mal. Ich habe jetzt probiert, das drauf zu machen. Hat jetzt nicht so wirklich funktioniert. Ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich brauche die Hilfe von meiner Mama, wenn ich das machen will. Aber ich habe ein Bild. So sieht's aus. Da habe ich mir so viel Mühe gegeben. Sieht zwar ein bisschen zerrobt aus, aber trotzdem richtig cute. Als nächstes auch von Subdued mit dieser Hose. Das ist so eine Sweatpant, aber zu Sternen. Die probiere ich jetzt auch mal an. So sieht die aus. Ich finde die Sterne seien einfach so cute. Letztens bin ich in meiner Sternphase. Ich liebe das. So, wir waren hier noch beim Lush. Und hier haben wir so ein staubendes Körperpeeling gekauft. Ich fand, es hat richtig gut gerochen. Und es sieht einfach mega cute aus. Ich werde es mal ausprobieren und ich erzähle euch dann später mal, wie das so ist. Und jetzt als letztes beim Urban. Ich fand das T-Shirt irgendwie so cool. Das ist so ein Graphic-Tee, aber drunter so ein Mesh-Ding irgendwie. Ich fand das voll cute. Das probiere ich jetzt auch mal an. So sieht das Top aus. Richtig cute. Ich bin einfach obsessed. Habe jetzt auch meine Haare aufgemacht. Das hat mich nämlich ein bisschen gestört. Und ja, das war's.